Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar ist es jetzt nicht explizit Subnautica, was ihr gerade seht, sondern ich will eine neue Serie implementieren, die sich einfach nur nennt eine Stunde, vier Episoden und danach entscheidet ihr, beziehungsweise währenddessen entscheidet ihr, ob ihr das weiter sehen wollt oder nicht. Ganz einfach, indem ihr dem Video entweder einen Daumen nach oben gebt oder einen Daumen nach unten und dann schaue ich mir das Ganze mal an nach den ersten vier Episoden, wie so ja, euer Zuspruch ist, ob sich's überhaupt rentiert, ob es überhaupt jemand sehen will. Denn das Spiel ist wirklich spielenswert, aber vielleicht möchte es auch niemand sehen. Weil just another survival game oder whatever. Gut, Subnautica hat auf jeden Fall den Early Access Status verlassen dieses Jahr. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es ist nicht allen Early Access Titeln vergönnt, dies jemals zu erreichen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte es einfach mal anspielen. So, ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Ich habe hier schon mal 5 Stunden darum experimentiert, allerdings war das noch früher. Und ich würde sagen, wir nutzen einfach mal den normalen Überlebensmodus. Hardcore ist mir ein bisschen zu hart. Da sollte man das Spiel mal ganz gut kennen, glaube ich. Freies Spiel. Ohne Hunger und Durst macht es auch nicht so viel Spaß. So, strande auf einem gefährlichen Planeten, nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Das klingt nach einem Modus für mich. Der Level wird geladen. Soviel ich weiß, ist die Welt prozedural generiert, aber die Storyline ist natürlich fix. Und das macht die ganze Sache ziemlich cool. Es gibt eine Storyline. Ich werde auch in die Storyline hineingehen in dieser Stunde. Ich habe die Aufnahme laufen. Ich werde die Stunde nicht hundertprozentig treffen können. Das ist klar. Ich habe die Aufnahme gestartet, habe 2 Anmoderationsfehlversuche hingelegt. Also werde ich bis 1 Stunde 2 aufnehmen. Und dann einfach, dann hören wir auch sofort auf an der Stelle. Ich schneide das Ganze in 15 Minuten Episoden und haus raus. Und dann schauen wir einfach mal, was geht. Ich wollte auch die Episoden nicht zu lange machen, denn ich denke, die meisten Leute gucken sowieso nur wenige Minuten und wenige Leute gucken das ganze Video. Und wenn ich das Video als eine Stunde da reinhaue, das ist ja fast, muss man ja leider schon sagen, es ist ja mehr als durchschnittliche Serienlänge. Das ist ja schon eine dreiviertelste Spielfilmlänge. Das guckt sich kein Mensch an. Ich bin da mittlerweile auch eher ein Freund von kurzen Folgen. Und dann kann man immer noch entscheiden, nein, ich mag den Typ sowieso nicht, ich gucke eh nicht weiter oder, naja, mal gucken, schauen wir mal. Weiter mit beliebiger Taste. Unknown Worlds Entertainment präsentiert. Atemgeräusche. Und wir sehen da oben durchs Bullauge. Oh! Hat's nochmal einen Knall getan. Und da kommen schon die Brocken. Eieiei. Eieiei, eieiei. Bitte lass uns nicht von diesem Ding getroffen werden. Und jetzt fackelt die Hütte auch noch. Oh shit. Okay. Feuer. Und keine Luft. Sehr gut. Feuerlöcher her. Und mit der rechten Maustaste. Gut, haben wir das erstmal im Griff und wir drücken F8, um Fehler zu melden. Starte Notfallmodus. Altera. Sehr geil. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Gut, drücke Tab, um den PDA zu öffnen und zu schließen. Also ist hier unser Inventar.
Hier können wir unser Equipment anlegen. Ich gucke mir das gerade mal an. Es hat sich ja einiges geändert. Grundmaterialien, die wir haben. Elektronik, die wir haben. Wasser, was wir haben. Ausrüstung, die wir besitzen. Schwimmende Luftpumpe. Hast du nicht gesehen? Werkzeuge. Nee, Moment. Das sind nicht Teile, die wir besitzen. Das sind Teile, die wir bauen können. So, Signalmanager. Rettungskapsel. Gucken wir gerade mal rein. Bilder. Können wir hier Screenshots mit F11 machen. Tag 1. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Dieser PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet. Dich auf einer fremden Welt am Leben zu halten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück. Gut. Datenbank gibt uns jetzt hier nochmal... Baupläne. Handscanner. Als unverzichtbares Technikwissenschafts- und Überlebenswerkzeug kann der Scanner verwendet werden, um neue Baupläne zum Speicher hinzuzufügen und unbekannte Objekte zu analysieren. Gut, da kommt sehr, 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 sehr viel Text. Da will ich jetzt unsere Stunde, die wir ja nur haben, nicht mit verplempern, möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist sehr viel Text. Ich kann einmal hier so durchscrollen, wie er funktioniert, wo man den Bauplan herbekommt und ihr drückt einfach auf Pause. Und können dann den Text eben lesen. So, die Luftpumpen können verwendet werden, um entfernte Orte mit Atemluft zu versorgen. Das Reparaturwerkzeug. So, Basisinstallation. Hier gibt es noch Aquarium, Fabrikator. So, Aquarium, Fabrikator. Das Konstruktionswerkzeug. Das Solarmodul. Oh, Fahrzeuge. Mobile Fahrzeugstation. Den Seegleiter. Alles, was unter Wasser schneller ist, versucht wahrscheinlich, sie zu fressen. Finger weg vom Propeller. Ist das geil. Ergänzende Technik der Überlebensausrüstung. So universal. Schutzanzug. Zustand der Aurora, Schiffsklasse Aurora, Langstreckenschiff der Capital-Klasse. Erlitt schweren Schaden in der Umlaufbahn des Planeten. 4546B, Ursache unbekannt, Evakuierungsdaten nicht verfügbar, Ingenieurbereich, dunkle Materie, Ionenantrieb V8. Yes. Bemannte Robotikabteilung und so weiter und so fort. Wohnbereich, Unterkunft für 150 Personen. Zwei Kojen, Notfallrettungskapsel, Kurzstreckenkommunikator, 52 Kilometer störungsfreie Reichweite, an der Wand montierter Fabrikator zum Herstellen von Überlebensausrüstung, essbar machen organischer Substanzen, Medikit-Fabrikator, eingebaute Luftbremse und Schwimmvorrichtung zur Land-, See- oder Raumrettung, drei Solarenergiezellen, Notausstieg im Boden und im Dach, Standardausrüstung, zwei Schutzanzüge, zwei Fertignahrungsbrücke, zwei Flaschen Trinkwasser, ein Notfall-Medikit, zwei Notfall-Leuchtfackeln. Anmerkung: Einige Rettungskapseln sind möglicherweise anders ausgerüstet, beispielsweise mit Strahlenschutzanzügen oder Ersatzteilen. Betrete die richtige Rettungskapsel für die richtige Situation. Das ist natürlich gut. So, fange hier an. Und auch nochmal die Überlebenscheckliste. Leiste erste Hilfe, mache eine Bestandsaufnahme von Materialien, such die Umgebung nach Bedrohungen, Ressourcen ab, stelle benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators in der Rettungskapsel her. Untersuche die Rettungskapsel nach Schäden und führe Reparaturen durch, falls erforderlich. Setze ein Notsignal per Kurzstreckenkommunikator der Rettungskapsel ab. Suche andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators. Finde oder konstruiere eine langfristige Unterkunft. Halte deine körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrecht. Anmerkung: Diese Informationen ist als eine allgemeine Anleitung zu verstehen. Den Anweisungen deines PDA ist im Zweifelsfall immer zuerst Folge zu leisten, da er deine aktuelle Situation in seine Entscheidung mit einbezieht. Gut. Damit machen wir den zu. 1, 2, 3, 4, 5 für den entsprechenden Schnellzugriffs-Slot. So, was haben wir hier noch stehen? Sehr gut. So, Tester, Warnung, Tester-Schaltkreise, fehlgeschlagen. Sekundärsystem, ausgefallen. Kommunikation, ausgefallen. Notsignalübertragung, fehlgeschlagen. Auftriebskörper, entfaltet. Hüllenintegrität, okay. So, die Energiezellen scheinen zu funktionieren zumindest. Solarenergiezellen 1 bis 3 in Betrieb. So, der Medikit-Fabricator. Das Medikit, das stecken wir auf jeden Fall mal ein. Und, ja.
So, wir können hier einmal mit der Leiter nach oben steigen. Oh, da fliegt doch schon was. Was zur Hölle ist? Oh, und da ist die Aurora, hieß sie, glaube ich, ne? Okay, das ist natürlich erstmal schlecht. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir weitermachen. Gut, ja, wir können die Rettungskapsel über oben oder unten betreten und verlassen. Das heißt, haben wir jetzt schon irgendeine Quest, irgendeine Aufgabe, Inventar, sagt uns hier ein Medikit mehr, Aufzeichnung, okay. Keine menschlichen Lebenszeichen. So, Errungenschaft freigeschaltet, holt ihr nasse Füße. Da sieht man auch, ich habe es wirklich... So, Baupläne. Ich glaube, wir müssen uns erstmal irgendwas konstruieren. Okay, hier gibt es natürlich auch diverse fremdartige Viecher, die... Ich kann das jetzt alles gar nicht so einsammeln. Fünf, vier... 3, 2, ei. 0. Okay, also unser Sauerstoff, das kann man so schon mal sagen, der reicht nicht sehr lange. So, beschädigter Kommunikator. Reparaturwerkzeug benutzen. Ich habe kein Reparaturwerkzeug, wenn ich das richtig sehe. Sitzen wir im Inventar, den Feuerlöscher und ein Medikit. So, es gibt aber hier irgendwo einen Fabricator. Frachtbehälter. Ah, nun gucke mal, schau. Leuchtfackeln, gefiltertes Wasser, Nährstoffblöcke, sehr gut. Das lassen wir alles mal da. Momentan, wir sehen ja unten links, ist unsere Anzeige. Essen geht ein bisschen zur Neige. Können wir vielleicht gerade mal so ein, aber so ein Nahrungsblock, der stellt gleich 75 Nahrung wieder her. Da können wir noch ein kurz bisschen warten. Fabrikator benutzen. Ressourcen, Grundmaterialien. Persönliches Werkzeuge. Scanner braucht man Batterie und Titan. Reparaturwerkzeug braucht man Silikongummi, Höhlenschwefel und Titan. Okay. Feldmesser, Silikongummi und Titan. Das heißt also, das sollten wir zuerst mal irgendwie hingucken, dass wir das hinbekommen. Also ein Reparaturwerkzeug sollten wir uns wirklich zuallererst mal irgendwie beischaffen. Und wir wollen mal schauen. Wir gehen mal... Wer ist er denn? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht aggressiv ist. Es gibt dann auch hier so noch aggressive. Ah ja, hier gibt es Säurepilz. Sehr gut. Windegras brauchen wir. Eine Tischkoralle. Da brauchen wir, glaube ich, überall das Messer. Oh, wir müssen erst mal hoch. So, da unten steht noch irgendwas. Zerbricht den. Ja, gerade mal gucken. Zerbrich den Kalkstein. Okay. Und jetzt wird es schon dunkel. Okay, die Tage hier scheinen nicht sehr lang zu sein. Ich habe uns einige Säurepilze mitgenommen. Ich glaube, diese Fische können wir sogar... Die Verwendung von... Ja, sehr gut. So, wir haben hier einen... Was ist das überhaupt? Was bist du? Ein Blasenfisch. Die einzigartige äußere Membran dient als natürlicher Wasserfilter. Ah ja, sehr gut. Was kann denn passieren, wenn wir den in den Fabrikator einlegen? Kann man da irgendwas... Ah ja. Gekochte Nahrung. So, Wasser können wir erstmal aus dem Blasenfisch herstellen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann haben wir noch gepökelte Nahrung, gepökelter Blasenfisch oder gekochte Nahrung, gekochter Blasenfisch. Und einen Auftriebskörper können wir uns herstellen mit Silikongummi und Blasenfisch. Und einen Auftriebskörper brauchen wir im Moment noch nicht. Ich würde jetzt fast am liebsten erstmal abwarten, bis wieder Tag ist.
So, bevor ihr jetzt aber gleich wieder wegschaltet, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video entweder einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten geben könntet. Das würde mir sehr weiterhelfen, zu entscheiden, ob ich diese Serie weiterhin produzieren soll für euch oder lieber nicht. Und außerdem, falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dies noch nachholen könntet, denn dann werdet ihr regelmäßig informiert über Updates hier auf dem Kanal und über neue Videos. Das wäre richtig cool. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Subnautica wieder oder auch einer anderen Episode, einer anderen Serie, die hier auf dem Kanal läuft. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.